Grüße allen Gemeindegliedern der Nordmännerkonferenz und darüber hinaus, die dieses Programm hören oder sehen, mit dem Gruß Jesu, Friede sei mit euch. Das heutige Programm wird von der Salem-Mennoniten-Gemeinde gestaltet und durchgeführt. Ich bin Prediger Ruben Hiebert. Mike Tuss wird uns im Gesang anleiten und Gracie Giesbrech erzählt uns die Kindergeschichte. Guten Morgen. Wir als Männerchor laden euch ein, mit uns gemeinsam zu singen. Ihr dürft auch gerne eure Gesangbücher vornehmen. Und das erste Lied singen wir unter der Nummer 339. Lieber Bruder, liebe Schwester, es geht nicht immer alles glatt in unserem Leben und finden auch für unsere gegenwärtige Situation nicht immer die richtigen Worte. So war es auch bei dem Psalmdichter in Psalm 139 von 23 und 24, wo der Psalmdichter Gott darum bittet, kundzutun, was in seinem Herzen ist, was ihn bedrückt, ja was ihm sorgt, alles, was ihm in der Beziehung im Glauben mit Gott störte. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und sehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Der Psalmist war bereit, sich von Gott formen zu lassen, indem er sein Herz für ihn öffnet. Meine lieben Zuhörer und Zuschauer, mein Wunsch und Gebet ist, dass wir denselben Wunsch haben, uns von Gott brauchen zu lassen, uns von Gott formen zu lassen, all das zu entfernen, was uns im Glauben gerade heute hindert. Heute wollen wir über das Thema nachdenken, durch Prüfungszeiten im Glaubensleben wachsen. Dazu wollen wir einen kleinen Einblick in das Leben von Abraham machen und sehen, was wir daraus lernen können. Hingeführt zur Predigt möchte ich einige Verse lesen aus 1. Mose, Kapitel 22, von 1 bis 2. Da heißt das folgend: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das Land Moria und opfere ihm daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Bis soweit einmal der Text zur Predigt. Wir wollen unser Haupt neigen zu einem Gebet. Großer, allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und sagen dir Dank für diesen wunderschönen Tag. Wir danken dir für diese wunderbare Gelegenheit, die wir haben, als Geschwister weltweit und über viele Entfernungen uns zu
erbauen, in dieser Art und Weise zu erbauen. Herr, wir bitten, dass du dieses Programm heute segnen mögest. Möchtest du jeden einzelnen Hörer segnen, wenn sie dieses Programm, diese Predigt hören. Herr, schenke ihnen Gelassenheit und Herr, schenke ihnen, dass sie daraus was lernen können und auch für ihr Leben was brauchen können. Großer Gott, wir danken dir, dass wir durch dich deine Kinder sein dürfen und dass wir so in Frieden leben können und dürfen. Wir bitten, Herr, segne du deine Worte, wenn sie jetzt gehört werden. Amen. Das nächste Lied singen wir unter der Nummer 385. War es soweit. Der große Tag der Laufentscheidung war gekommen und zwischen Irland, England und Schottland sollte ein großes Wettrennen stattfinden. Ganz viele Zuschauer waren auch gekommen. Auch ein ganz alter Mann saß da auf der Tribüne und er beschaute sich die jungen Athleten und fragte dann, wer ist dieser junge blonde Mann? Na, das ist Erik, Erik Liddell, antwortete der Nachbar, der neben ihm stand. Das ist ein ganz großer Läufer. Der hat schon ganz viele Wettrennen gewonnen, schon viele Goldmedaillen gewonnen. Und wir hoffen jetzt auch, dass er für uns gewinnt. Die Startpistole knallte und die Läufer liefen los. Und die liefen, was sie konnten. Auch dieser Erik und die anderen Läufer liefen. Und plötzlich kommt da ein Läufer hinter dem Erik, stupst ihn mit dem Ellbogen an die Seite, sodass Erik taumelt ins Gras fällt. Aber Erik, der bleibt nicht liegen. Er rappelte sich hoch und lief wieder los. Er musste ja den Anschluss bekommen an die anderen Läufer. Und er überholt erst den einen, er überholt den nächsten und er überholt auch den letzten, kurz bevor er die Ziellinie erreicht. Und Erik hatte gewonnen. Erik hatte die Goldmedaille gewonnen. Diesen 100-Meter-Lauf hatte Erik gewonnen. Die Zuschauer waren begeistert. Sie jubelten. Auch dieser alte Mann meinte, das ist das großartigste Rennen, das ich je gesehen habe. Wer ist dieser Erik Liddell?
Diese Frage stellten sich an diesem Tag ganz viele Zuschauer. Viele Menschen, die wussten, wer Erik war. Erik war ein sehr guter Wettkämpfer. Er mochte Wettrennen, Wettkämpfe. Er hatte schon ganz viele Goldmedaillen gewonnen. Andere Menschen, die Erik noch besser kannten, die wussten, dass Erik in China geboren war, wo seine Eltern als Missionare gearbeitet hatten. Und sie waren zurückgekommen, als Erik 6 Jahre alt war. Andere, die Erik noch besser kannten, die wussten, dass Erik Christ war. Erik hatte sich entschieden, mit Gott zu leben. Er hatte sich entschieden, so zu leben, wie Gott es wollte, sein Bestes für Gott zu geben. Und das erzählt er den Menschen auch immer wieder. Auch jetzt, wo da so viele Menschen sind und er gewonnen hat, erzählt er den Menschen einfach, hey, wenn ihr eure Sünden Jesus bekennt, dann vergibt er euch die und ihr werdet frei davon. Viele Menschen glaubten dem Erik. Andere wussten nicht so recht, etwas damit anzufangen. Aber die Zuschauer waren sich einig, dieser Erik würde einberufen werden, um bei den Olympischen Spielen mitzumachen, bei dem 100-Meter-Lauf. Und das war auch bald soweit. Der Erik wurde dazu einberufen und Erik trainierte. Jede freie Minute trainierte Erik für diesen 100-Meter-Lauf. An einem Tag, dann kommt sein Freund nach dem Training und wedelt mit dem Zettel. Hey Erik, hast du schon gesehen, wann dieser 100-Meter-Lauf stattfinden soll? Nein, sagt Erik, habe ich nicht. Hier, schau mal. Der Erik schaut auf dem Zettel. Dann laufe ich nicht. Nicht an einem Sonntag. Dann laufe ich nicht. Ich wusste, dass du das sagen würdest, erwiderte sein Freund. Erik hatte sich entschieden, mit Gott zu leben. Er hatte sich entschieden, das zu tun, was Gott von ihm wollte. Er wollte das Beste für Gott. Er wollte Gott gehorsam sein. Viele Menschen waren wütend auf Erik. Du lässt unser Land und unser Volk im Stich. Du bist so gut. Du hast die Fähigkeiten. Du kannst gewinnen, eine Goldmedaille holen für unser Land. Und du lässt uns im Stich. Viele Zeitungen kritisierten Erik auch. Aber Erik blieb bei seiner Entscheidung. Er stand jeden Morgen schon früh auf, las in seiner Bibel, wo er die Kraft schöpfte, auch gegen diese Kritik ranzugehen. In der stillen Zeit redete er mit Gott, die war ihm sehr wichtig. Auch der Bibelvers in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Die war Erik sehr wichtig. Er wollte einfach das Beste für Gott geben. Er wollte Gott gehorchen. Und währenddessen irgendwann merkte er aber auch, dass ihm die 400-Meter-Strecke viel besser lag als die 100-Meter-Strecke. Also entschied er sich kurzerhand, die 400-Meter-Strecke zu laufen. Und als es soweit war, sie reisten nach Paris, sie kamen an einem Sonntag da in dem Hotel an, da geht er an diesem Sonntag einfach, sucht sich die Gemeinde auf in der Stadt. Er kannte keine Menschen von da, aber suchte sich die Gemeinde auf und hatte Gemeinschaft mit den Gläubigen in dieser Stadt. Er hatte Zeit mit Gott an diesem Sonntag. Dann an den Wochentagen besuchte er auch die Spiele und die verschiedenen Wettrennen und ermutigte auch seine Freunde. Und am Freitag war es dann soweit. Das 400-Meter-Rennen sollte stattfinden. Erik wurde die Bahn ganz außen zugeteilt. Das war eigentlich zum Nachteil für ihn, aber daraus wollte er sich jetzt nichts machen. Er machte sich darüber jetzt keine Gedanken. Er wollte einfach nur für Gott laufen. Er wollte das Beste für Gott geben. Und
Peng, die Startpistole knallte schon wieder und die Läufer liefen los. Der Erik, der warf seinen Kopf nach hinten und lief und gab einfach sein Bestes. Und er lief über die Ziellinie und hatte auch diese 400 Meter Strecke gewonnen. Die Zuschauer jubelten, die waren begeistert davon. Erik hatte die Goldmedaille gewonnen. Er hatte nicht nur die Goldmedaille gewonnen, er hatte auch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nämlich hatte er diese 400 Meter in 47,6 Sekunden gelaufen. Also Jungen und Mädchen, wer von euch ist sehr gut im Laufen? Misst mal eure Zeit ab. 400 Meter. 47,6 Sekunden brauchte Erik nur. Das war schon was. Das ganze Land feierte seine Goldmedaille. Auch all die Zeitungen, die ihn vorher so kritisiert hatten und die Menschen, die waren jetzt so begeistert von Erik. Erik war wirklich gut. Und als sie zurückkamen, da wurde Erik überall eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen. Und auf so einer Veranstaltung steht der Erik einfach auf und gibt bekannt, dass er als Missionar nach China gehen werde. Damit wussten viele Menschen nichts anzufangen. Erik, so ein guter Läufer, der Beste, der so viele Goldmedaillen gewonnen hatte und die Chance hatte, noch so viele zu gewinnen, würde das einfach aufgeben und nach China gehen als Missionar? Ja, Erik hatte sich entschieden, das Beste für Gott zu geben und Gott gehorsam zu sein. In China arbeitete er zuerst als Lehrer, nachher zog er aber auch einfach von Dorf zu Dorf und erzählte den Menschen von Jesus. Nach einiger Zeit brach in China dann Krieg aus und es wurden ganz viele gefangen genommen, darunter auch Erik. Viele Christen waren jetzt im Gefangenenlager und da ging es wirklich hart zu. Sie mussten hart arbeiten, sie hatten Hunger, sie waren arm, aber Erik half auch da. Wo immer er konnte, half er den Menschen. Er bot sogar den Kindern da ein Sportprogramm an und trainierte sie. Erik gab auch da im Gefangenenlager sein Bestes für Jesus. Er hatte sich entschieden. Er hatte sich entschieden, Gott zu gehorchen. Und das wünsche ich auch uns. Dass wir uns entscheiden, wenn wir es noch nicht haben, mit Jesus zu gehen, das Beste für Jesus zu geben und Gott in allem gehorsam zu sein. Und ich lade euch ein, mit uns zusammen das Lied zu singen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Das Thema für die heutige Predigt, durch Prüfungen im Glauben wachsen.
In der heutigen Wortbetrachtung wollen wir uns kurz eine der schwierigsten Stunden im Leben Abrahams anschauen, wobei wir mehr auf dem Gehorsam von Abraham Gewicht legen werden. Es geht um den Auftrag Abrahams, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung, als Ganzopfer zu bringen. Für die heutige Predigt habe ich das Thema gestellt, wie schon angedeutet, durch Prüfungen im Glauben wachsen. Es geht heute darüber, was wir in dieser Zeit in unser Glaubensleben erleben. Es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wie deine persönliche Beziehung heute zu Gott ist. Ich weiß nicht, was dir heute bedrückt oder sorgt. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung gerade ist und was du gerade erlebst und oder auch erlebt hast in der letzten Zeit. Aber ich weiß, dass wir alle Zeiten haben, in denen wir ernsthaft über den Glauben an Gott nachdenken und uns Gedanken machen. Wir lassen nach im Glaubensleben, wir werden gleichgültig, es wird uns zu viel. Wir befinden uns in einer ernsthaften Glaubensprüfung. Und was tun wir in solch einer Situation, was tun wir dann, wenn wir uns in einer ernsthaften Glaubenssituation oder Glaubensprüfung befinden? Was machen wir als erstes? Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, die wir anwenden können. Als erstes, wir können Gott dafür verantwortlich machen, der dahinter steckt, um mich zurechtzuweisen. Wir können Gott dafür verantwortlich machen, dass er dahinter steckt, um uns zurechtzuweisen. Oder wir geben den Teufel dafür die Verantwortung, mich von Gott ablenken zu wollen, um mich zurechtzuweisen. Oder wir geben anderen Menschen die Schuld daran, dass wir jetzt gerade im Glaubensleben strauchen. Oder wir können unsere Schwachheit zurechnen, denn wir leben ja in eine böse und gefallene Welt. Was immer wir auch tun, wem immer wir auch für unsere persönliche Prüfungszeiten die Schuld in die Schuhe schieben, es wird uns nicht weiterhelfen, es wird uns nichts nützen. Abraham hatte diese Zeiten öfters und hatte mit Gott viel und Großes erlebt. Was hat Abraham in den schwierigsten Stunden seines Lebens geholfen? Und was hat dich bisher in den schwierigsten Stunden deines Lebens geholfen? Wir machen einen kurzen Einblick in das Leben von Abraham. Das Leben, die ganze Geschichte ist ja länger, aber wir machen einen kurzen Durchgang durch die Geschichte Abrahams. Vor der Berufung finden wir den Stammbaum, die Herkunft von Adam, von Sem bis Abraham. Mehr ist darüber nicht geschrieben. Es ist einmal kurz der Zusammenhang oder der Stammbaum von Sem bis Abraham aufgeschrieben. Das heißt, die Nachkommen werden einmal aufgelistet und dass Abraham geboren ist. Abraham war Terachs ältester Sohn. Mehr können wir von Abraham nicht finden. Und es kommt die Stimme Gottes zu Abraham. Warum gerade zu Abraham? Es steht gar nichts vorher darüber geschrieben, wie die Beziehung zwischen Gott und Abraham war. Wie die Beziehung Abrahams zu Gott war. Und er sprach zu Abraham: Geh aus deines Vaters Lande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Abraham ist gehorsam und geht. Abraham hatte auch seine Zweifel. Und er meinte, dass er auch in Ägypten sich selber durchschlagen musste. Und er brauchte durchaus eine Notlüge, um nach seinen Worten am Leben zu bleiben. Das brachte nicht nur ihm, sondern auch eine Menge anderer Leute in Gefahr. Abraham trennte sich von Lot, eine schmerzliche Trennung zwischen Lot und Abraham. Sie hatten sich nämlich gestritten und haben sich dann getrennt. Abraham wird gesegnet von Melchizedek in 1. Mose Kapitel 15. Nach der erneuten Verheißung Gottes an Abraham heißt es dann in Vers 6, in 15 Vers 6, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham glaubte und vertraute auf Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. In Kapitel 16 wird auch Abraham ungeduldig und wird der Verheißung Gottes mal etwas nachhelfen, wobei er sich mit Hagar Nachkommen verschaffte. In Kapitel 17 erhält Abraham nochmal die Verheißung von Gott und einen neuen Namen. Darum sollst du jetzt nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.
und will dich gar sehr fruchtbar machen und will von dir Völker machen und sollen auch Könige von dir kommen. Aber bis jetzt hatte es von Abraham außer dem Sohn mit Hagar noch nichts gegeben. Abraham wurde in Kapitel 18 von drei Männern besucht, um die Geburt seines Nachkommens zu bestätigen und anzusagen. Abraham betete für die Städte Sodom und Gomorras, die Begegnung mit Abimelech, wo Abraham Sarai als seine Schwester nannte, das auch nicht ohne Folgen blieb. Dann die Geburt Isaaks. Zwei Merkmale, die wir immer wieder in der ganzen Geschichte von Abraham finden, sind folgende. Als erstens, Abraham suchte immer wieder die Gegenwart Gottes. Danach brach er auf von dort an einen Berg, der lag gegen Morgen von der Stadt Bethel, und er richtete seine Hütte auf, dass er Bethel gegen Abend und Ai gegen Morgen hatte, und baute da selbst den Herrn einen Altar und predigte von dem Namen des Herrn. Abraham suchte immer wieder die Gegenwart Gottes und verkündigte seinen Namen. Auch nach seinen Versagen und Niederlagen kam Abraham immer wieder zu Gott. Als zweitens, Abraham wurde von Gott gesegnet mit materiellen Gütern. Dann heißt es in Kapitel 22, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Abraham war gehorsam und sagte: Hier bin ich. Abraham hatte so vieles mit Gott erlebt. Abraham hatte so viele Dinge mit Gott erlebt und hat so vieles Wunderbare und Schönes erfahren. Und jetzt ruft Gott den Abraham wieder. Gott ruft uns beim Namen. Er ruft auch dich und mich heute bei unserem Namen. Nach diesen Geschichten sagt uns so viel, dass Abraham schon so manches mit Gott erlebt hatte. Nach der Geburt Isaaks ist dies das erste Mal, dass Gott Abraham anspricht. Es ist eine längere Zeit ruhig gewesen, so können wir mal annehmen. Und Abraham hat bestimmt viel Zeit mit Isaak verbracht und ist vielleicht sogar ein bisschen durch diese Geschehnisse von Gott etwas abgelenkt. Man kann sich das gut vorstellen. Dann kommt die ihm vertraute Stimme Gottes wieder und diese bekannte Stimme geschenkt er gehorsam und sagt: Hier bin ich. Es heißt in unserem Urtext, und nach diesen Ereignissen prüfte Gott Abraham. Es ist Gott, der Abraham prüfte. Es ist Gott, der Abraham rief. Die Wichtigkeit in diesem Text wird auf das Wort versuchen oder auch prüfen gelegt, wobei er ganz klar ist, dass niemand außerhalb als Gott selbst Abraham auf die Probe stellte. Wie zum Beispiel bei Hiob, wo der Feind die Echtheit der Gottesfurcht bei Hiob in Frage stellte. Die Prüfung hier bei Abraham liegt darin, den einzigen Sohn, seine ganze Verheißung zu opfern. Die Verheißung Gottes an Abraham aufs Spiel zu setzen. Und warum? Warum wollte Gott, dass Abraham auf der Art geprüft wurde? Bevor wir weiter über die Prüfung Abrahams nachdenken, möchte ich, dass wir uns in uns gehen und uns fragen: Wann hat Gott mit mir das letzte Mal gesprochen? Es ist nicht so wie bei Abraham, dass wir seine Stimme so direkt hören wie Abraham damals. Aber wo hat Gott zu uns durch sein Wort, die Bibel, eine Predigt oder ein Zeugnis oder irgendeine andere Begebenheit zu uns geredet? Klar geredet, dass wir gespürt haben, Gott hat mich gemeint. Gott hat meinen Namen gerufen und hat mich gemeint. Haben wir Gott dann diesen Gehorsam geschenkt, wie Abraham damals? Hier bin ich. Gott, was willst du? Hier bin ich. Was soll ich tun? Was kann ich für dich tun? Und wie empfindest du Gottes Stimme, wenn Gott zu dir redet? Wie empfindest du, wenn du die Bibel liest? Wie empfindest du dann die Stimme Gottes? Bist du mit der Stimme Gottes vertraut, wie es der Abraham war? Oder ist sie dir fremd, weil gerade die Welt mit seinen Getöse lauter ist als die Stimme Gottes? Das ist ja bei uns oft das Problem, dass die laute Welt für uns ein Problem wird.
Wir hören Gottes Stimme nicht. Wir sind zu sehr mit uns selber beschäftigt. Wir sind in der Beziehung zu Gott flach geworden. Unser Glaube ist einfach etwas nach unten gerutscht. Und wir hören Gottes Stimme einfach nicht. Und wir können auch nicht sagen und wir sagen auch nicht, hier bin ich, Gott, was soll ich tun? Wir sollen durch Prüfungen im Glauben an Gott näher kommen. Wir schauen uns weiter das Leben von Abraham an. Warum prüfte Gott Abraham? Man muss sagen und wissen, dass keiner von uns je auf der Art und Weise von Gott geprüft wird wie Abraham. Noch niemals in der Geschichte wird jemand so von Gott geprüft als Abraham. Trotzdem können wir daraus lernen. Wenn es Abraham zu dieser Zeit auch gut ging, hat er sich durch diese ganze Prüfung bestimmt gefragt, was soll daran für mich noch gut sein? Was soll das Ganze? Ich glaube, diese Frage, was soll das Ganze in unserem Leben, haben wir uns auch öfters gestellt in der letzten Zeit. Aber auch schon mehrmals in unserem Leben. Weil auch wir nach diesen Geschichten, die wir schon alle mit Gott erlebt haben, immer wieder zu diesem Punkt kommen, dass wir im Glaubensleben straucheln, dass wir im Glaubensleben geprüft werden. Und dann fragen wir, was soll das Ganze? Was soll ich jetzt schon wieder tun oder machen? Was will Gott in Abraham zeigen und lernen? Was will Gott mit den Prüfungen im Leben von Abraham erreichen? Das ist ja gerade, wo Gott uns haben will. Er will uns irgendwo hinbringen. Er will uns mit uns etwas erreichen. Wo will Gott mit dem Abraham hin? Wo möchte Gott dem Abraham haben? Wo möchte Gott uns haben? Mich persönlich, dich persönlich, wo will Gott dich haben? Das heißt im Glaubensleben. Gott ist noch lange nicht fertig mit uns. Er hat noch vieles mit uns vor. Und wir werden noch vielmals am Ende unserer Kräfte kommen. Aber wir sollten immer wieder zu Gott gehen und fragen, was sollen wir tun? Wo will Gott mit Abraham hin? Wo will Gott mit uns hin? Anhand von einigen Bibelstellen wollen wir sehen, was die Absicht Gottes ist, wenn er uns durch Prüfungszeiten gehen lässt. Täglicher Gehorsam, jeden Tag neu die Beziehung zu Gott suchen, um seinen Willen zu erkennen. Gott schenkt jeden Tag das, was wir zum Leben brauchen. Das ist ja gerade, wo wir immer wieder stecken bleiben. Wir arbeiten und wir sorgen für morgen und nicht nur für morgen, sondern auch für übermorgen und für das nächste Jahr. Wir sorgen uns um die Zukunft. Wir sorgen uns um das, was noch alles geschehen soll. Und dann sagt er, und anhand der Bibelstelle von 2. Mose 16, von 4 und weiter, da sprach der Herr zu Mose. Wir kennen die Geschichte von Volk Israel, die in der Wüste waren. Sie waren hungrig und Gott versorgte sie. So will uns Gott auch versorgen. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und sah man täglich, was es des Tages bedarf ist. Dass ich versuche, ob's in meinen Gesetzen wandle oder nicht. Gott sorgt für uns täglich. Täglicher Gehorsam, in der Stelle Gott suchen und nach seinem Willen fragen. Gott ist derjenige, der uns täglich das Leben schenkt. Gott ist derjenige, der uns täglich das gibt, was wir brauchen. Auch an Kraft. Auch an Durchhaltevermögen. Nach diesen Geschichten, Abraham soll daran denken, was er schon alles mit Gott erlebt hat. Und das können ja wir auch machen. Wir können daran denken, was wir alles mit Gott erlebt haben und Gott unser Leben weiter anvertrauen. Und das mit einem bestimmten Grund. Alles, was ich noch in meinem Herzen befindet, soll kundgemacht werden. Wir sollen davon frei werden. Alles, was uns in der Beziehung zu Gott stört, was sich in unserem Herzen befindet, soll weggemacht werden. Gott prüft uns, um zu sehen, was in unserem Herzen ist. 5. Mose 8, Vers 2. Gott will ganz genau wissen, was in deinem Leben vorgeht. Gott will ganz genau wissen, was in deinem Herzen vorgeht. Gott weiß das schon, was in deinem Herzen ist. Aber er will, dass du es ihm bringst. Aber er will, dass du es ihm sagst. Und gedenke alles des Weges, durch denen dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütige und versuchte und das kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Durch Prüfungen
führt uns Gott, weil er wissen will, was in unserem Herzen ist. Gott will uns frei machen. Gott prüft uns, indem wir zurückschauen auf das, was wir mit Gott erlebt haben, und sollen darüber reden. Wir sollen darüber Zeugnis geben. Wir sollen davon Zeugnis geben und weitersagen. Es soll uns aber auch frei machen, frei von Sorgen, frei von Ängsten, frei, um dass wir in der Beziehung zu Gott ungestört leben können. Es soll uns auch festmachen im Gottes Wort. Ich weiß nicht, was dich gerade in deinem Herzen bewegt oder was du in deinem Herzen verbirgst. Aber Gott weiß es, aber Gott will, dass du es zu ihm sagst. Gott weiß, was dich bedrückt, aber er will, dass du ihm es sagst, was dich schwer macht. Gott will es, dass es du ihm sagst, wenn Sünde in deinem Leben ist. Gott prüft Abraham, um zu sehen, ob er auf richtigen Wege ist. Und wir können ja von Abraham sagen, er hat ja alles getan, um Gott nachzufolgen. Gott wollte von Abraham auch wissen, ob er andere Götter nachfolgt. Und es wird in der ganzen Geschichte Abrahams noch nicht einmal erwähnt, dass Abraham irgendwie mit Götzen in Kontakt war. Trotzdem will Gott wissen, wie Abraham zu ihm stand. War Abraham nach der Geburt Isaaks etwas von Gott abgelenkt, indem er sich mehr um seinen Sohn konzentrierte als auf Gott? Ich glaube nicht, dass es für Gott ein Problem war, was Gott wissen wollte, ob etwas in der Beziehung im Wege war. Ob zwar Gott gut zu Abrahams Zustand, gut um Abrahams Zustand wusste. Durch Prüfungen erfährt Gott, ob wir uns ablenken lassen. Wenn ein Prophet, 5. Mose 13, Vers 4, wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufstehen und gibt dir ein Zeichen oder Wunder, und das Zeichen oder Wunder kommt, von der er dir gesagt hat, und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten des Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, dass er erfahre, ob ihr vom ganzen Herzen ihn liebt habt. So viele sind es heute, die aufstehen und meinen, die absolute Wahrheit zu wissen und diese weiterzusagen. So viele sind es, wo wir ihnen Gehör schenken und uns von Gott ablenken lassen. Es sind so viele Nachrichten, die heute kommen, die uns das Gottesbild unsichtbar machen wollen. Wobei wir den Glauben an Gott und die wunderbaren Erfahrungen beiseite stellen. Gott führt uns durch Prüfungen, um zu sehen, ob wir ihn lieb haben. Und wir sagen, dass wir Gott lieb haben, weil er uns durch Jesus Christus diese Liebe offenbart hat und wir haben sie angenommen. Wir lieben Gott, weil er uns alle unsere Schuld vergeben hat. Das ist schön und gut, aber Gott will wissen, ob er auch den ersten Platz in unserem Leben hat. Was bringt dich heute in deinem persönlichen Leben von Gott weg? Sind das gerade diese Propheten, die jetzt in dieser Zeit laut werden? Sind das gerade die vielen Medien, die uns von Gott ablenken? Sind das Schulden? Ist das die Trockenheit? Ich glaube nicht, dass wir darüber gleichgültig hinwegsehen dürfen. Aber wir sollten darauf Acht geben, dass sie uns nicht unterkriegen. Was sind im Leben noch Abgötzen, die dich von Gott ablenken? Ist das vielleicht Stolz oder Hochmut? Fans oder Wirtschaft? Was ist dir wichtiger, als dir Zeit zu nehmen, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken? Was ist dir wichtiger, als Zeit zu nehmen, eine Predigt zu horchen? Ist es dir wichtiger, alle schlechte und negative Nachrichten in den Medien zu finden und zu sehen, anzusehen, zu horchen und diese weiter zu verbreiten, als Gottes Wort zu hören? Gott will wissen, ob wir uns von ihm ablenken lassen. Gott will wissen, ob wir ihn lieb haben. Und deshalb prüft er uns immer wieder, weil er uns so sehr liebt, weil er dich liebt, weil er uns liebt. Leider sind heute Christen da, die sich damit beschäftigen, wie falsch andere Menschen in dieser Situation handeln, als im persönlichen Leben nach dem Willen Gottes zu suchen. Als letztes, Prüfungen lernen
und im Glauben durchhalten. Das ist, was uns oft schwerfällt, im Glauben durchzuhalten, in Prüfungen durchzuhalten. Prüfungen sind da, um unser Leben zu formen und nicht, um uns klein zu kriegen, sondern stark. Große Bäume werden dadurch stark, dass sie immer wieder von den starken Winden bewegt werden. Dadurch werden die Wurzeln immer tiefer verankert. Und das will Gott gerade mit unserem Leben erreichen. Er will uns stark machen. Er will uns nicht klein kriegen und runterkriegen. Er will uns stark machen, dass wir starke, gottesfürchtige Christen sind. Und was macht uns bei Prüfungen stark? Wir stellen uns noch einmal den Abraham vor Augen. Abraham und Isaac. Wir denken uns mal so, sie sind bei der Arbeit, Vater und Sohn. Sie unterhalten sich über verschiedene alltägliche Dinge, über die Zukunft, wobei ein herzliches Lachen nicht fehlte. Abraham hat viel mit Gott erlebt. Er hat vielleicht darüber mit seinem Sohn gesprochen und freut sich des Lebens mit Isaac. Und dann eine Stimme aus heiterem Himmel. Abraham kennt diese Stimme, die Dringlichkeit und Wichtigkeit im Ton dieser Stimme. Und diese Stimme sagt, opfere deinen einzigen Sohn als Brandopfer. Solches wurde nur von den Heiden gemacht und war Gott ein Geräuel. Und der Auftrag Gottes lautete, nimm doch und geh für dich allein und opfere Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Wir schauen uns mal kurz diesen Auftrag, den Inhalt dieses Auftrages an. Es heißt, nimm doch, ist ein gemeldeter Befehl, wo das Wort doch, ich bitte dich darum, wichtig ist. Spricht Gott Abraham wie ein Freund an. Als Freund bitte ich dich, geh. Als Freund bitte ich dich, mach das. Geh wohin? Für dich allein. So war er schon beim Beginn der Berufung in 1. Mose 12, 1. Geh heraus aus deiner Verwandtschaft und geh weg von da. Ich habe vieles mit dir vor. Abraham steht allein vor Gott. Geh doch bitte. Es ist die Bitte Gottes an Abraham, was zu tun, um im Glaubensleben zu wachsen. Auch wenn Abraham es nicht versteht, geh doch bitte. Diese Frage ist auch an dich gerichtet. Geh in dich hinein und seh, was dich in deinem Glaubensleben hindert. Geh in dich hinein und seh, was dich im Glaubenswachstum hindert. Und viele sagen dann leider, ich kann nicht, weil Gott von uns persönlich verlangt. Wir stehen alleine vor Gott. Sie sagen, andere sind schuld daran, andere hindern mir daran, dass ich im Glauben stecken bleibe. Die Gemeinde, der Bruder, die Schwester sind schuld daran. Bitterkeit hindert deinen Glaubensleben. Gott bittet dich als Freund, geh doch, lass ab davon und werde frei. Geh doch und opfere deinen einzigen Sohn, dein Ein und Alles, alles, was du hast. Das größte Opfer, das wir Menschen Gott bringen können, sind wir selber, unser eigenes Ich. Weißt du, mein lieber Zuhörer, mein lieber Zuschauer, Gott bittet dich nur, dahin zu gehen, wo Jesus schon als Opfer für dich geopfert wurde. Er bittet dich um nichts mehr. Er bittet dich, zum Kreuz zu gehen, um all das abzulegen, um frei zu werden. Und in den Prüfungen deines Lebens hat Gott kein anderes Ziel, als dich zu diesem Kreuz zu bringen, um im Glauben stark an ihn zu werden, indem du frei wirst von dich selber, indem du frei wirst von Belastungen, die dich des Lebens quälen. Geh hin, da du die Stimme Gottes hörst. Abraham sollte Isaac opfern. Das ist für uns modernen Menschen nicht verständlich und auch abscheulich. Aber was wollte Gott in Abraham lernen? Abraham sollte nicht nur seinen Sohn opfern, sondern auch damit seine gesamte Zukunft. Alles, was ihm Gott verheißen hatte. Die Prüfung, die Gott Abraham auferlegte, bestand darin, diese Spannung, das Spannungsfeld durchzuhalten, ob Gott zu seiner Verheißung steht oder nicht. Oder ob Gott seine Verheißung liquidiert. Was tut Abraham? Er ist gehorsam. Er ist gehorsam und geht. Was machte dem Abraham so sicher, dass Gott eine andere Lösung haben würde? Abraham wusste bei dem allem nicht, was die Lösung sein würde. Aber er war sich sicher, Gott hatte einen Plan. Wir kennen ja die Geschichte.
Es dauerte 3 Tage, bis Gott ihm den Ort zeigte, wo er Isaak opfern sollte. 3 Tage mit vielen Fragen von den Jungen, mit quälenden Fragen, warum seinen einzigen Sohn. Die Spannung, was Gott für eine Lösung haben wird, wurde immer größer. Und das ist gerade, worüber wir nachdenken wollen. Die Spannung, was wird Gott für eine Lösung haben für unsere Situation, für unser Problem, für unsere Prüfungen. Ja, Gott hat schon eine Lösung. Aber warum schickt er sie denn nicht gleich? Weil Gott mit dieser Zeit der Spannung ein Ziel hat, zu sehen, wie fest wir im Glauben stehen. Zu sehen, wie tief unser Glaube in Gott gewurzelt ist. Mein lieber Zuhörer, es ist meist hier, wo die meisten Christen aufgeben, weil sie diese Spannung nicht aushalten können. Und sie müssen selber nachhelfen, weil sie nicht abwarten können, bis Gott ihnen endlich mal eine Antwort gibt. Und wir sind dann oft der Meinung, dass wir mal etwas nachhelfen müssen, wobei wir meistens auf die Nase fallen. Ein paar Gelegenheiten war auch bei Abraham die Geduld zu Ende und mit den Versprechungen Gottes mal nachzuhelfen zu müssen, da es nicht gerade gut ausging. Wie sehen die Prüfungen heute bei uns aus? Oft sind es andere Menschen, durch denen wir geprüft werden. Oft sind es die Umstände, durch die wir geprüft werden. Oft ist es unser eigenes Fleisch, unsere eigene Schwachheit, die uns auf die Probe stellt. Am Ende werden wir alle alleine vor Gott stehen, so wie bei Abraham. Und kein anderer wird uns weiterhelfen können als nur Gott. Deshalb sagt Gott zu uns, du und ich, wir sind gemeint, wir sind gefragt, durch die Prüfungen im Leben, im Glauben uns formen zu lassen. Gott will und weiß, dass wir alleine vor ihm stehen werden. Gott hatte Abraham bis dahin, wo er ihn haben wollte. Abraham war bereit, seine Gegenwart und seine Zukunft für den Gehorsam aufzugeben. Mein lieber Zuhörer, bist du bereit, deine Gegenwart, dein jetziges, dein Heute und die Zukunft im Glauben in Gottes Hand zu legen? Und fest auf ihm zu vertrauen. Gott wird durch Prüfungen dein Leben formen. Er hat ein bestimmtes Ziel mit deinem Leben. Wenn wir dieses ganze Geschehen noch einmal von der geschichtlichen und geografischen Seite beschauen und es einmal mit Gottes Heilsplan vergleichen, erkennen wir die Größe und Liebe Gottes in dieser ganzen Geschichte. Die Anhöhe oder auch der Berg Moria liegt in der Nähe von Jerusalem. Es ist der sogenannte Tempelberg, wo Gott beauftragte, den Tempel zu bauen, um mit dem Volk Gemeinschaft zu haben. In der Nähe von der Stelle, wo Abraham dem Isaak opferte, wurde auch Jesus gekreuzigt. In der Nähe, in der Gegend. Es ist dieselbe Stelle, wo auch Jesus wiederkommen wird, in dieser Gegend. Mein lieber Zuhörer, in den vielen Prüfungen des Lebens musst du selber entscheiden. Wie auch immer du dich entscheidest, vor Jesus musst du alleine stehen. Vor Jesus musst du alleine stehen. Du musst entscheiden, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht. Du musst entscheiden, ob du deine Schwächen und Fehler an Jesus abgeben willst oder nicht. Du musst entscheiden, ob du bereit bist, dich von Jesus formen zu lassen. Und wenn du vor Entscheidungen stehst, musst du wissen, Jesus hat ganz klar alles gegeben, um dich zu retten. Es war dort, wo Abraham seinen einzigen Sohn opferte, wo auch Gott seinen einzigen Sohn opferte, um dich und mich zu retten. In den Glaubensprüfungen des Lebens will Gott wissen, was in deinem Herzen ist, um es mit Namen vor ihm zu bringen, um dich frei zu machen. In Glaubensprüfungen will Gott wissen, ob du ihm lieb hast. Durch die Spannung will Gott wissen, ob du durchhältst oder nicht. Zuletzt ist Gottes Ziel, mit den Prüfungen im Leben zu sehen, ob wir bereit sind, unser Gestern, unser Heute und unser Morgen aus seiner Hand zu nehmen. Ich möchte diese Predigt und euch im Segen entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir den göttlichen Frieden. So gehet in Frieden des Herrn. Amen. Abschließend wollen wir das Lied unter der Nummer 411 gemeinsam singen.
geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu, morgen für morgen dein Sorgen. Gott gibt mir